Oh, ja. Irgendwie habe ich gerade ein Déjà-vu. Und herzlich willkommen, diesmal etwas früher, mit einer weiteren Folge Luigi's Mansion 3. Woo! Letzte Folge hat sich die Katze der Hotelinhaberin mit uns angelegt. Joch, die macht das besser nimmer, habe ich das Gefühl. Jetzt, wo die ohne Schweif leben muss. Wenn ihr wissen wollt, was ich damit meint und die letzte Folge verpasst habt, schaut sie euch doch einfach an. Spooky, ein Knochen als Zeiger. Mal sehen, was da ist. Ist das jetzt so friedhofmäßig angehaucht? Leichenhalle. Ah, ne, Dinosaurier. Nachts im Museum. Das ist auf jeden Fall doch schon ein bisschen düster. Kann ich eigentlich was mit den Blumen machen? Oh. Kann ich bitte die Herzen kriegen? Ich musste ein bisschen einstecken im Kampf gegen die Katze. Deswegen ist das gar... Okay. Luigi, kommst du mal bitte. Wir können das hier... Wie konnte ich das jetzt runtersaugen? So kann ich das runtersaugen. Geht das so jetzt stärker? Ja, so geht's stärker. Irgendwie bringt's mir nicht. Das hat bestimmt was mit einem Kristall zu tun, aber das gucken wir uns mal anders an. Wir wollen weiter mit der Story machen. Das sind ein paar große Knochen. Ich bin persönlich ein sehr großer Dino-Fan, muss ich zugeben. Muss ich gestehen. Deswegen habe ich schon das Gefühl, dass... Fledermäuse geht weg. Deswegen habe ich natürlich das Gefühl, dass das hier toll wird. Wenn ich schon... Ah, da geht mein Herz auf. Geht mein Herz auf, wenn ich Dino-Fossilien sehe. Danke sehr. Danke sehr, danke sehr. Das hier kann ich blitzen. Geheimgang. Lass mich raten, da kommt jetzt irgendwas raus, damit ich das hier aufmachen kann. Oder ein Kristall. Das... Also mir haben ja die Schwertkristalle schon gut gefallen, aber das hier sind offiziell die besten Kristalle, die es im Spiel gibt. Egal, was noch kommt. Gut, wie mache ich dich auf? Ich weiß es nicht. Gut, dann gucken wir mal weiter. Das gucken wir uns noch nicht an. Das sieht nämlich danach aus, als würde es da irgendwo hingehen. Ja, ich finde es schön, dass da ein Kristall hinterm so ein Teil ist, aber... Ganz viele Raben, die wir blitzen müssen. Es gibt immer noch welche leben. Tod den Raben. Irgendwie wollen die nicht sterben, die Raben. Irgendwas sagt mir, dass ich alle Raben töten muss. Es sind ja noch zwei. Natürlich wurden die davon nicht getroffen. Das waren das doch alle Raben, oder? Ja, wir haben alle Raben besiegt. Gibt es hier den... Bis auf den Goldraben. Der jetzt abgehauen ist. Kann ich das mit den Eiern anfangen? Irgendein Ei fehlt da. Oder? Da gab es das einfach nicht. Keine Ahnung. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir mal gucken, was hinter dem Vorhang ist. Den Kristall holen wir uns sowieso irgendwann später mal. Aber erstmal gucken, was hier hinter ist. Ein riesiges Dino-Skelett. Nice. Ist schon mal toll. So, meine Damen und Herren, darf ich Ihnen... unsere neueste Attraktion präsentieren, den T-Rex. Wird das jetzt wie bei Nachts im Museum und das Ding erwacht zum Leben? Da ist ein Tod! Da ist ein Tod!
Ihr, abgesehen von der unheilvollen Musik, habt ihr auch gerade gesehen, dass der T-Rex am Anfang nach rechts geguckt hat? Und jetzt anders geguckt hat? Okay. Schon wieder! Der guckt schon wieder, der guckt jetzt uns an. Hallo? Ist hier jemand? Können wir den als Haustier haben, den T-Rex, sowie den Hund? Das wäre mega cool. Wenn jemand ist, ich befreie mal meinen Freund hier, oder? Das geht ja fit. Oder vielleicht auch nicht. Na du? Zuckermäulchen? Gut, sie will aber anscheinend nicht genannt werden. Ganz ruhig. Nein, der Tod! Nein! Wie soll ich denn gegen einen Haufen Knochen gewinnen? Was? Ach, ich dachte gerade schon, dass er das zerstört hat. Alter. Jo, ganz ruhig, Bro. Ganz ruhig, Kumpel. Ich kann das. Ah, okay. Schuss. Ah. Komm her, schnell. Nein. So. Einfach darauf hoffen, dass der Dino mich in Ruhe lässt, während ich hier bin. Oder vielleicht lässt er mich auch nicht in Ruhe. Aber mit dem Fluigi klappt es auf jeden Fall besser als mit dem einen. Ein knochiger T-Rex, der Schallwellen schreien kann. Also der Schallwellen schreit. Interessant. Und jetzt, Alter, geht er ab. So, Fluigi, komm. Na, ich bin doch lecker, oder? Danke sehr. Und tschüss. So, ne? Komm, jetzt wieder dein Schallwellengebrüll. Na, ich hätte ihn ja gern als Haustier. Das wäre so schön. Was? Kann der uns jetzt... Ach nö, komm schon. Ja moin, als ob. Ich glaube es auch. Uff. Was machen wir denn jetzt? Hallo? Hallo? Nein. Nimm den Fluigi. Nein, ich wollte auf sein Herz schießen oder was das ist. Hilfe. Alter. Aber mega cooler Bossfight. Und er greift auch nicht mehr nach den Dingern. Nein, das war nicht dahin geschossen, wo du hin solltest. Autsch. So, nein, das ist die falsche Richtung, Luigi. Luigi, wohin schießt du denn? Warum hast du kein Aimbot? Ja, nice. Nein, ich will hier erst weg. Mit dem Herz aber. Dann halt ohne Herz. Aber jetzt Schuss. So, noch einmal. Dann ist sein Brustkorb gebrochen. Also sein Brustkorb komplett gebrochen. Dann hat er keinen Knochen mehr da. Nein, Luigi! Bitte mach das nicht so viel Damage. Schuss! Nice! Puh! So. Oh, schade. Ich habe gehört, wir können den als Haustier behalten, wenn wir den besiegen. Naja, komm. Wer war in dem Fossil? Ein Höhlensteingeist. Krass. Bitte sag mir, dass ich den jetzt einfach nur blitzen muss. Ich habe nämlich das Gefühl, dass ich noch was machen muss. Okay, der hat eine Keule. Okay. Mr. Überstark. Bringt das hier was? Ja, dadurch sterben wir. Wenn das so weitergeht. Druckwelle kommt. Und... Ich brauche zuerst das Herz. Sonst habe ich verloren. Wenn ich das Herz nicht habe, ich brauche noch das Herz. Ja, komm. Hau daneben. Schlag nochmal zu. Komm. Baller nochmal daneben. Okay, das ist eine super Attacke. Kein Problem. Wir haben jetzt wieder Leben. Jetzt können wir auch...
Als ob wir jetzt so lange ausgenockt sind. Hallo. Luigi. Aber ich würde ganz kurz nochmal gerne den Dino-Kampf ansprechen. Den fand ich mega geil. Unfassbar, wie cool der war. So. Ja, Mister, ich hau auf alles drauf. Könnten Sie jetzt mal bitte? Danke sehr. So, schnell. Komm her. Hab ich dich, du Höhlenmensch. Komm her, Ötzi. Dich mach ich fertig. Auf die Nuss gibt's jetzt. Na? Jetzt, wo ich wieder Leben habe, können wir dem richtig Einhalt gebieten. Ich könnte schwören, dass ich rechtzeitig gedrückt habe. Aber naja. Dann müssen wir einfach nur warten, bis er wieder zuschlägt. Das ist ja anscheinend seine Lieblingsbeschäftigung. Komm her. Komm her. Na? Sei ein braver Höhlenmensch und schlag zu. Komm schon. Ja. Ich wollte das Herz nicht treffen lassen. Braver Höhlenmensch. Mach deinen Special Move. Komm. Mach deinen Special Move. Sei ein braver Höhlenmensch. Danke sehr. Und jump. Boah, das war wieder knapp. Ich muss echt früher timen. Ich muss früher machen und besser timen. Komm her. Komm. Komm schon. Komm schon. Da bringst du auch nicht mit deinem Knochen abzuhauen. Und jetzt gibt's aufs Maul. So, noch zwei Runden. Vielleicht auch drei, je nachdem, wie viel Leben wir noch ziehen können. Noch. Wollen. Uch. Ich muss einfach früher springen. Warum merke ich's denn nicht? So. Komm. Mach hinne. Komm. Ötzi. Kommst du, Ötzi? Danke sehr. Jetzt. Perfekt. Das war wunderschön. So. Komm her. Ich muss einfach nur ein bisschen länger ziehen. Und jetzt können wir einen Platt machen. Geh. Geh. Komm her. Na. Und schön nochmal den Knochen ins Gesicht bekommen. So lobe ich mir das. Fehlt da nicht noch ein Schlüssel oder sowas fürs nächste? Gut. Nice. Nicer Dicer. Kommst du raus, Todd? Putz, da ist. Ah, der Todd hat den Knopf. Wundervoll. B2. Okay. Oh, der arme Kleine hat Angst vor dem Bild. It's me, Luigi. Ich wette, darauf hat er all die Jahre hat er gewartet, das zu sagen, wenn er jemanden rettet. All die Jahre, in dem er im Schatten von Mario stand. Und jetzt hat er einen riesigen Tyrannosaurus Rex bekämpft. Ah, du hast einen weiteren Tod gerettet. Formidable. Formidabel. Bringen wir ihn bei mir im Labor in Sicherheit. Geh mit ihm zum Aufzug. Schnell, Luigi. Bester Bossfight bisher. Muss man so sagen. Ich nehme das mal mit, ne? Danke sehr. Ich habe damit noch was vor. Ja. Geht wahrscheinlich einfacher, wenn wir das vor uns herschieben, ne? Wo ist der gelandet? Okay, gut. Dann bleibt es dabei, wir holen den Kristall mal anders und bringen erstmal den Todd zum Professor. Bester Bossfight seit langem. Tschüss, Todd! Gut, und jetzt? Ah, die sieht uns schon wieder. Hat die Katze jetzt einen Schweif, oder? Ah, die Katze hat wieder drei Schweife. Ja, ne? Wir sind besser als du. Wir durchkreuzen deine Pläne. Selbst ein riesiger T-Rex kann uns nicht aufhalten. Du Misset. Der VB. Nun denn, Luigi. Jetzt fehlen noch ein weiterer Todd, Prinzessin Peach und Mario. Die Hälfte ist geschafft. Viel Glück. Ja gut, wenn man sagt, die Hälfte von 5 ist 2. Aber okay.
2,5 dann eher, ne? Also einen halben Tod. Oder eine halbe Peach. Oder einen halben Mario. Wer weiß. Jo, dann würde ich sagen, schneide ich das mit der anderen Folge zusammen. Dann statt zwei kurzen haben wir dann wieder eine lange, die ungefähr normale Länge hat. Wenn euch das natürlich, wenn euch beide Folgen natürlich gefallen haben, beziehungsweise dann ist es ja eine, dann lasst doch gerne Like und Kommentar da. Und wenn ihr natürlich nichts mehr verpassen wollt, ein Abo. In der Beschreibung ist natürlich die Playlist verlinkt, wenn ihr irgendwelche Folgen verpasst haben solltet und die nachschauen wollt. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und tschüss!